Schönen Nachmittag wünsche ich. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wenn es eine Person im Leben gibt, eine Person unseres Vertrauens, die uns in- und auswendig kennt, dann ist das meistens der Arzt. Ich habe heute Kollegen eingeladen, die sich außergewöhnlichste Ärzte Österreichs nennen können, die uns unglaubliche Geschichten liefern werden in der kommenden Stunde. Zum Beispiel mein erster Gast, der sorgt für Aufsehen als Cannabis-Arzt. Herzlich willkommen, Dr. Kurz Blaß. Cannabis-Arzt. Ich meine, Cannabis war so in der letzten Zeit immer wieder mal ein Thema. Man hat eine Legalisierung angedacht, wird öfter diskutiert. Wie siehst du das mit dem Cannabis? Ja, das Cannabis, das gibt es eigentlich schon sehr lang in unserer Welt. Das gibt es schon seit dem Altertum. Ja. Gab es hier in Wien auch so im 16. Jahrhundert, ganz berühmt sogar, durch die Maria Theresia, die hat auch schon Cannabis verschrieben bekommen von ihrem Leibarzt, dem Van Swieten. Also wir sind hier sehr aktuell in Wien. Ja. Und Wogegen hat sie es verschrieben? Ah, sie hat es verschrieben bekommen gegen innere Unruhe, gegen Schlafstörungen und gegen das Problem, das heute viele Menschen haben, warum sie Cannabis nehmen müssen und wollen und das auch tun. Sie sind überfordert. Das war immerhin unsere Kaiserin, die hatte viel zu tun, viel zu leisten. Und die hatte damals vielleicht auch schon Probleme mit Stress und Überforderung. Burnout ein bisschen, ne? Burnout. Und so konnte sie das beheben. Aber sie hat es nicht geraucht? Nein, das kann, muss man nicht rauchen. Cannabis rauchen ist meiner Meinung nach schädlich, nicht gesund. Ja. Das kann man anders auch machen. Heute macht man es mit Medikamenten. Damals hat man es gemacht mit Keksen. Man hat es gebacken in Biskuit oder in anderen Mandelbögen. Oder man hat es schlicht und einfach in Butter eingearbeitet. Und ich finde auch gut, dass es in dieser Form nicht legal ist, weil man weiß ja letztendlich nicht, was drinnen ist. Ja, das ist eine Überraschung, ein Überraschungspaket. Ja. Mhm. Daher finde ich gut, wenn wir schon Cannabis irgendwie einsetzen und verwenden, dass wir wissen, erstens einmal, was das für ein Cannabis ist, was da drinnen ist und vor allem, wenn man es medizinisch einsetzt, muss man auch die Dosis kennen, sonst kann man ja nicht arbeiten. Man kann ja nicht irgendwie sagen, hallo, nehmen Sie den Keks, werden Sie gesund. Aha, ja, oder beruhigen Sie sich. Ja? Schneiden Sie ab die Stauden und machen Sie einen Tee draus. Genau. Ja, ja. Und das wird schon wieder. Das geht so nicht. Ja? Was für ein Arzt bist du? Also ich bin eigentlich Allgemeinmediziner, habe dann eine sehr, sehr lange Karriere. Oh je, ich bin schon alt. Ja. Naja. Seit über 35 Jahren als Drogenmediziner hier in Wien. Also habe mich mit Drogenmediziner, also mit vielen Patienten schon herumgeschlagen, mit vielen Substanzen zu tun gehabt, viele Tausende Opiatentzüge gemacht. Und eines schönen Tages kam ein Patient zu mir in die Ordination und der hat gesagt, gelesen, Sie sind Drogenmediziner, also müssen Sie was verstehen von Cannabis, das ist ja auch eine Droge. Mhm. Dann sage ich, ja, recht hat er, vollkommen recht. Aber was führt Sie zu mir in die Ordination? Sagt er, ja, schauen Sie, ich habe einen Hodentumor und der Hoden, der Testikel muss weg. Und ich kriege eine Chemotherapie und wissen Sie, ich habe meinen Bruder gefragt und der hilft halt immer, wenn etwas da ist, was ich allein nicht bewältigen kann. Der hat gesagt, während dieser Chemotherapiephase musst du Cannabis nehmen. Ich habe das gelesen. Ja, Prinz Charles hat sogar in den Medien in den 80er Jahren gesagt, Cannabis hilft. Ja, hilft bei Multipler Sklerose. Also der junge Bursch ist zu mir gekommen und hat gesagt, bitte verschreiben Sie mir Cannabis. Haben wir gedacht, das geht ja gar nicht, das ist ja verboten. Und so habe ich mich schlau gemacht, bin nach Deutschland gereist, habe mit Kollegen dort zusammengearbeitet und wir hatten ein Programm ausgearbeitet. Wir sind hergegangen und haben aus natürlichen Cannabispflanzen THC, das ist die wichtigste Substanz, heraus extrahieren lassen von einem Pharmakologen, von einem Apotheker. Und mit diesem Medikament, das wurde als Medikament zubereitet, haben wir dann gearbeitet. Wir haben das
dem Patienten verschrieben. Und im speziellen Fall, dieser Patient bekam Cannabis in Kapselform. Und das hat ihm sehr gut geholfen während der Chemotherapiephase, weil er weniger Übelkeit verspürt hat. Er konnte besser schlafen, er hat weniger Ängste gehabt. Er hat natürlich Angst, dass ihm dieser Tumor zu Tode bringen wird. Das hat ihm geholfen, hat ihm aufgebaut, hat ihn unterstützt. Und jetzt ist dieser junge Mann, mittlerweile schon ein bisschen älter, noch unter uns. Ja? Okay. Jetzt muss man ein bisschen unterscheiden wahrscheinlich. Ein Unterschied zwischen den Kapseln, die du verschrieben hast, diesem jungen Patienten, und den Pflanzen, die möglicherweise Enkelkinder oder Kinder unserer Zuschauer so zu Hause anpflanzen, oder? Ist das dasselbe? Ich muss jetzt etwas sagen, was vielleicht vielen hier nicht gefällt, aber ich werde es dann auch erklären, warum. Eigentlich ist die Pflanze eine viel bessere Medikation als wie ein Medikament, das hergestellt wird von einem Pharmakologen, von einer Fabrik. Ja? Die Pflanze ist das ureigene Mittel, das in der Medizin eigentlich immer verwendet wurde. Nur muss man es mit einem guten Willen und mit ärztlichem Hintergrund verschreiben und damit behandeln. Man kann die Pflanze verwenden, man kann die Pflanze auch hochziehen. Indoor nennt man das, von einer pharmakologischen Firma wird das gemacht. Man weiß haargenau, was die Pflanze beinhaltet, wie viel von dieser Substanz THC oder CBD oder THC-Säure. Es wird zubereitet wie ein Medikament und wird dann auch als Medikament verpackt und mittels einer Verschreibung an den Patienten abgegeben. Das heißt, ich kriege es in der Apotheke, wenn du es mir verschreibst? Bei uns leider noch nicht. Deswegen sage ich ja, ich würde mir das in Österreich wünschen. Es gibt es in allen Ländern, fast in allen europäischen Ländern, in Deutschland, in Italien, in Spanien, natürlich in Holland, die sind der Vorreiter, in Belgien. Nur in Österreich gibt es da noch ein Problem. Aber in Österreich gibt es dafür etwas Gutes. Wir können die Inhaltsstoffe von diesem Cannabis verschreiben. Das ist etwas sehr Wertvolles und ich kann auch gleich erklären, warum das so wertvoll ist. Ja? Erklär's gleich, aber ich überlege jetzt gerade, wenn der Arzt es mir verschreibt, kann ich es unbedenklich nehmen und werde dann quasi nicht abhängig von den berühmten Joints etc. Nein, etc. Ich spreche hier als Arzt, der mit Cannabis heilt, ja? Der nicht Cannabis verschreibt, um es zur Rekreation oder einfach zum Spaß zu benutzen. Ja? Also nicht quasi das legalisieren nicht für alle, sondern... Die Patienten, die zu mir kommen, das sind keine drogenabhängigen Patienten, keine suchtkranken Menschen, sondern das sind schwerkranke Menschen, so wie Sie oder irgendein anderer hier auf dieser Welt. Ja? Okay. Die haben Multiple Sklerose oder die haben einen Morbus Tourette. Das ist eine sehr, sehr spektakuläre neurologische Erkrankung. Oder Sie haben, und jeder von Ihnen hat in Ihrer Familie einen Menschen, der krebskrank ist. Ja? Und Krebs kann man mit Cannabinoiden gut behandeln. Man kann die Menschen sehr gut betreuen. Man ist aber leider noch nicht so weit, dass man auch heilen kann. Es sind hervorragende Ansätze vorhanden. Cannabis kann zum Beispiel bei gewissen Tumorsorten die Krebszellen töten, umbringen, kann verhindern, zum Beispiel bei Brustkrebs oder bei Lungenkarzinomen oder bei einer komplexen Hirntumorsorte, dem Glioblastom. Das ist erwiesen. Okay. Da hat man Studien gemacht und da gibt es gar nicht so wenige Studien. Ich frage mich aber, wenn es die gute Maria Theresia schon verschrieben bekommen hat, warum wird es in Österreich dann aber so negativ stigmatisiert? Es ist nicht erlaubt, man geht ins Gefängnis. Ja, wenn man sollte nicht ins Gefängnis gehen. Das ist mein Appell an alle. Ja. Aber was ist passiert? Die letzten 30, 40 Jahre gab es natürlich immer in den Schlagzeilen sehr Negatives über Cannabis zu berichten. Das hat uns alle beeindruckt. Ja? Also mich selbst auch. Ich bin auch negativ konditioniert. Ich bin auch ein Fall, ja? Der, wenn er in die Zeitung schaut und sieht Cannabis-Plantage,
Das Erste, was passiert, ich bin erschrocken. Ja? Also ich bin steif, meine Finger bewegen sich nicht mehr. Und dann denke ich nachher, eigentlich ist das ja nicht schlecht, das ist ja gut. Aber es sitzt ganz tief in meiner Seele drin, dass es schlecht ist. Mhm. Und das muss sich verändern. Okay. Gehst du selber auch zum Arzt? Natürlich. Ja? Zu einem Männerarzt? Ja, ich würde, wenn ich einen kennen würde, würde ich sofort zu ihm hingehen. Du wirst ja gleich einen kennenlernen. Ich freue mich über einen Arzt, der mittlerweile über die Grenzen Oberösterreichs bekannt ist. Der erste Männerarzt quasi. Hier ist Dr. Georg Pfau. Georg, was ist ein Männerarzt? Tja, ein Männerarzt ist ein Arzt, der sich vornehmlich um die Belange der Männer kümmert. Also es ist ein Angebot an die Männer, zum Arzt zu gehen. Und zwar mit allen typischen männlichen Problemen. Und ich möchte gleich mal dazu sagen, dass der Männerarzt natürlich sich aus meiner eigentlichen Profession heraus ergibt, nämlich die des Sexualmediziners. Mhm. Ich sehe mich als Sexualmediziner, das ist ja jetzt nicht nur für Männer, sondern natürlich für Frauen auch. Der Männerarzt, den muss man wirklich so sehen, dass ich versuche damit, den Männern Mut zu machen, zu sagen, dass es hier jemanden gibt, der sich ganz besonders um ihre Belange kümmert. Mhm. Und wahrscheinlich auch deswegen, weil wir wissen, dass viele Männer sagen, dass sie nicht wissen, wo sie mit ihren Problemen hingehen sollen. Und wenn man jetzt den Sexualmediziner jetzt ganz besonders hier definieren möchte, dann ist es eben jener Arzt, der versucht, Sexualität zu begreifen im Ganzheitlichen. Und das funktioniert nur biopsychosozial, denn Sexualität ist eben ein biopsychosoziales Phänomen. Anders geht das gar nicht. Was sind denn die häufigsten Themen beim Männerarzt? Das ist gut. Also bei mir ist es einfach so, dass natürlich ich bin wirklich zu 90%, sage ich mal, primär Anlaufpartner von Männern. Ja? Ich hole allerdings dann die Frauen auch dazu. Vielleicht sprechen wir da später noch mal drüber. Die häufigsten Themen, ja, sie kommen mit ganz banalen Themen. Ich versuche ja, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich versuche herauszubekommen, warum denn etwas ist. Also ein ganz einfaches Beispiel. Also ein Mann hat eine sexuelle Störung. Eine der häufigsten sexuellen Störungen ist natürlich die Erektionsstörung. Ich verschreibe dann nicht bloß die Tablette, denn die würde vielleicht durchaus helfen. Aber ich frage mal, woher kommt denn das? Mhm. Denn wir wissen, dass die meisten sexuellen Störungen dieser Art psychosomatischer Natur sind oder aus der Beziehung kommen, mhm. Wo dann mit der Tablette gar nichts anzufangen ist. Mhm. Also es geht wirklich darum, dass die Störungen, weswegen die Männer kommen, ja primär Symptome sind. Ich versuche zu hinterfragen, woher kommt denn das und wie kann ich ihm helfen? Und nachdem er selbst ja nur 50% seiner eigenen Sexualität ist, bin ich gezwungen, das ist das Wesen der Sexualmedizin, die Partnerin mit ins Boot zu holen. Ich sage denen nach dem ersten Gespräch, das ist meistens ein Vier-Augen-Gespräch zwischen mir und einem Mann, ich sage denen dann meistens, wir brauchen die Partnerin mit dazu, manchmal auch den Partner, 10%, 90%, ja. So in der Größenordnung wird das in etwa sein. Ohne die kann ich, oder ohne die Partnerin kann ich sie nicht, kann ich ihnen nicht helfen. Okay, was sagt der Kurt dazu? Ja. Du hast genickt, wie er gesagt hat, ja. Also ich finde das sehr, sehr gut, was er sagt. Ja. Ich finde vor allem wichtig, dass man nicht immer Medikamente einsetzen muss, sondern das Gespräch ist eigentlich viel wichtiger. Mhm. Es gibt ja das gesagte Wort, Reden rettet. Mhm. Reden rettet auch in diesem Bereich. Ja. Aber ich finde es toll, dass man hingeht mit dem Problem. Ja? Also dass man eigentlich weiß, okay, es gibt da jemanden, der mich da ernst nimmt, der sich auch Zeit nimmt. Ja. Es ist zum Beispiel so, also ich höre immer wieder, dass eben Patienten, das trifft aber für Frauen auch so, mit ihren sexuellen Problemen schon bei einem anderen Kollegen waren und der dann nicht die Zeit aufbringen konnte, sage ich mal. Das ist vielleicht eh so unangenehm in Wirklichkeit. Ganz richtig, man muss, es kostet also bis ein Mann oder eine Frau, also meistens sind es bei mir eben zuerst die Männer, zum Sexualmediziner geht, da vergeht sehr, sehr viel Zeit. Also sexuelle Störungen sind meistens, haben eine Vorlaufzeit von Jahren. Sie werden, häufig wird gewartet, dass sich das von selbst gibt und dass man sich diese Peinlichkeit erspart, sie mit einem fremden Menschen besprechen zu müssen. Dann ist die nächste Hürde natürlich, dann bin ich schon mal da, jetzt soll noch die Frau Gemahlin oder die Partnerin mitkommen. Ja, ich sage mal, da denkt man sich immer, kommt sie mit, kommt sie nicht mit. Mhm. Aber sie kommen immer mit.
Denn die sexuelle Störung der Frau ist eine sexuelle Störung des Mannes und umgekehrt genauso. Wir haben, also ich habe noch nie ein Problem gehabt, ganz im Gegenteil, wenn ein Mann zum Männerarzt geht und dort sexuelle Störungen besprechen möchte, bespricht er ja eigentlich Beziehungsprobleme, denn die Sexualität ist ja in dieser Beziehung ein ganz besonderes Thema und die warten drauf. Na Gott sei Dank kann ich jetzt mitnehmen oder eigentlich, warum hast du mich denn nicht gleich mitgenommen? Ja. Die Frauen kommen sehr, sehr gerne mit. Okay. Ich habe eine Frage an dich. Ja? Das ist keine Spaßfrage, das ist eine ernste Frage. Okay. Ja? Würdest du einem deiner Patienten, Patientinnen, wenn sie sexuelle Störungen haben, Cannabis verschreiben? Würdest du das machen? Es kommt drauf an. Also für Cannabis gibt es, ich habe das Gespräch ja mitgehört, ja, am Monitor. Also Cannabis hat Indikationen. Na, selbstverständlich ist, so wie du das gesagt hast, Cannabis ein Bestandteil der Medizin und der medizinischen Therapien, der Therapieoptionen. Also wenn das sinnvoll ist und wenn das möglich ist oder wenn das sinnvoll erscheint, ja, warum nicht? Klar. Also ich sehe da vor allem die entspannende Seite. Das habe ich mir nämlich gerade gedacht. Wenn du sagst, Menschen werden ruhiger, stressbefreiter, das ist ja oft der Grund, warum man Potenzschwierigkeiten hat, weil man zu viel hat und nicht runterkommen kann. Ob Cannabis dann das geeignete Präparat wäre. Ja. Es ist so, ich muss immer ganz ehrlich sagen, ich arbeite mit Cannabis sehr wohl im Sinne der Schmerztherapie. Ich arbeite kaum im Rahmen der Sexualtherapie. Ja. Allerdings muss man sagen, es ist auch ein Thema, die sexualmedizinische Onkologie, das heißt, wir haben ja auch sexualmedizinische Probleme aufgrund von Krebserkrankungen. Ja. Also wie oft sind Genitalorgane oder sexuell oder narzisstisch besetzte Organe von Krebs betroffen? Da spielt das natürlich eine ganz große Rolle, ganz klar. Also innerhalb der mir gestatteten gesetzlichen Möglichkeiten verordne ich selbstverständlich auch Cannabis. Interessant wäre das jetzt, dass man das mitunter in ein paar Jahren möglicherweise sogar legal auf der Tankstelle kaufen wird können, und zwar bei einem Arzt. Ja? Ich freue mich sehr, dass er da ist, Dr. Dieter Sackel. Du warst schon mal da vor ein paar Monaten, da haben wir aktuell darüber gesprochen, Tankstellenarzt, ganz euphorisch. Mittlerweile ist einiges passiert. Es gibt die Ordi auf der Tankstelle in Döbling nicht mehr, gell? Nein, die Ordi gibt es schon, aber ich habe es zugesperrt. Ach so? Also gibt es das nicht mehr? Nein, physisch gibt es das schon, aber ich habe es zugesperrt. Mhm. Warum? Was ist passiert? Ich habe keinen Vertreter gefunden und keine Partner, die das mit mir machen können und wollen. Jetzt, Patienten hätten es eh wollen, ne? Aber ich kann jetzt jeden Tag 17 Stunden in der Arbeit sitzen und 7 Tage die Woche. Ja. Was waren die Probleme, warum du niemanden gefunden hast? Wollte sich niemand? Ja, die Arbeitszeiten, sie wollten kein unternehmerisches Risiko eingehen, sie wollten der Produktentwicklung nicht mit tun. Aber die Patienten waren an sich begeistert? Naja, klar, deswegen ist es ja gut gegangen, nein? Aber trotzdem, ich kann das nicht. Für alle, die damals nicht zugeschaut haben, was sind denn die Vorteile? Also was wären die Vorteile gewesen? Ja. Was waren die Vorteile, sage ich so? Ich war immer verfügbar. Nein? Man hat immer einen Pauschalbetrag gezahlt, egal was man gehabt hat. Und es war verkehrstechnisch gut erreichbar. War halt auf einer Tankstelle. Nein? Und man hat immer Kontakt auch mit den Leuten gehabt. Nein? Es ist immer dann auch weitergegangen mit Empfehlungen. Es ist immer weitergegangen mit dem Einzugskreis sozusagen. Aber wenn man dann keinen findet, mit dem man das machen kann. Ich meine, klingen, gell? Kurt und Georg, klingen tut das schon ein bisschen eigenartig, Tankstellenarzt. Ich meine, man kann Gesundheit tanken. Das war so ein bisschen so der Slogan, was man erinnern kann. Gell? Na, ich finde es eigentlich sehr, sehr gut, was er da macht oder was er machen wollte. Er kommt direkt zum Patienten, ja, beziehungsweise der Patient kommt direkt zu ihm an muss der Tankstelle. Nicht warten. Ja. Also es ist etwas sehr, sehr Intimes auf der einen Seite. Es ist so im Vorbeifahren, es geht schnell, was heute sehr, sehr wichtig ist bei den Patienten. Ich sehe das ja jeden Tag in meiner Ordination. Es kann gar nicht schnell genug gehen und schnell ein Rezept und noch schnell ein paar Pillen verschreiben und vielleicht noch eine Überweisung. Ja. Das ist heute, die Zeit ist so. Ja. Ja. Auf der einen Seite so schnell und dann kommt man wieder und will sich beruhigen mit irgendeiner. Also, so ist es, ja. Gut, sage ich, dass er das jetzt nicht mehr weitermacht, ja? Weil er wäre sicher nach einem halben Jahr burned out, ja? Vielleicht sogar nicht mehr unter uns. Ja? Es ist eine sehr starke Strapaz, die du da angetan hast, 17 Stunden am Tag zu arbeiten. Deswegen habe ich ja aufgehört.
Deswegen habe ich sie aufgehört. Ich wollte einmal schauen, wie es geht, ja, was die Probleme sind in der Praxis, weil das muss man erst einmal umsetzen, damit man schauen, wie das Produkt funktioniert. Vielleicht kommt es ja wieder. Und es ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, dann entspanne ich mich. Es kommt eh wieder. Weil in Amerika hat zum Beispiel Walmart das Konzept umgesetzt oder ein ähnliches Konzept. Aber jetzt würde man meinen, okay, du machst wieder so schön, moderat, gemütlich. Na, au contraire, deine Zukunftspläne haben ja wieder mit Action zu tun. Naja, so bin ich halt. Ja, wo wirst du denn jetzt das Nächste? Nein, momentan bin ich im Irak. Ja. Hast du dort eine Tankstelle? Nein, geht. Ich tue Köpfe annähen. Köpfe annähen. Oh Gott. Aber du brauchst augenscheinlich irgendwie die Gefahr, gell? Und, naja, das ist wohltätig für die Kirche, mache ich das. Für CSI. Mhm. Das klingt für mich aber auch nicht gerade nach ein paar Stunden Arbeit. Klingt auch mehr nach einem 70-Stunden-Tag. Ja, aber ist im Irak, ne? Naja, eben. Ja, ist was anderes einmal. Ne? Also aber ich mache das jetzt eh noch dieses Jahr, weil nächstes Jahr arbeite ich dann für einen internationalen Konzern in den Emiraten und in Singapur. Und okay. Dann immer verlasse ich weg, Österreich wieder. Weit weg von der Familie, ha? Ich habe ja noch, ich hab nur meine Frau. No. Die anderen sind ja schon tot. Mein Bruder ist jetzt vor einem Monat gestorben, Gehirntumor. Naja, aber wenn du wirklich einmal überarbeitet bist, ja, wenn du nicht mehr kannst, ja, wenn du sozusagen tief im Burnout drinnen steckst oder in einer Belastungsreaktion, weil du einfach zu viel dort tust, kämpfst, arbeitest, ziehst, ja, dann komm zu mir. Ich verschreibe dir dann ein Rezept mit Dronabinol oder mit Cannabinoiden und ja, es wird dir besser nicht gehen. Aber sicher nicht. Sondern? Keine Drogen. Ich bin Anästhesist. Ja, aber ich weiß, was ich rede. Ja, schon, aber das ist ja ein gutes Medikament. Ja, das ist ja, weil ich brauche das nicht. Eines, das noch sehr wenig Nebenwirkungen hat, ja, das man gut verträgt, das viele, viele Menschen zu Hause sozusagen als Selbsttherapie verwenden. Nein, ich mache das nicht. Das kann jeder machen, was er will, aber ich mache das nicht. Mhm. Was ist deine Art und Weise, dich zu beruhigen, Energie zu kriegen? Ja, Sex and Drugs dazu. Und Rock'n'Roll, oder? So übliche. Also doch Drugs. Ich bin in den 60er Drugs, groß geworden. Also doch Drugs, ja. Doch Drugs. Naja, das war jetzt. Ja, ich weiß schon, der Spaß. Aus Bumbo gedacht. Ja. Wie gefällt der Dr. Georg Pfaus, Männerarztpraxis? Also nee, man kennt den Frauenarzt, man kennt aber den Männerarzt. Früher hat das Urologe geheißen. Ich weiß auch nicht, ob das ein bisschen. Ich glaube, wir kennen uns sogar. Sie waren ja beim Fliegerregiment, oder? Ja, auch. Okay. Ja. Also es ist so. Die Urologen gibt es nach wie vor und die machen die andere Arbeit. Ja. Also das, was ich mache, ist Psychosomatik. Ich nehme weder den Urologen die Arbeit weg, noch machen die Urologen meine Arbeit. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Wir brauchen auch Urologen als unterstützende, adjuvante Disziplin in der Medizin. Wir machen ganz was anderes. Also es ist wirklich so, wir machen Sexualmedizin in der Gesprächstherapie. Mhm. Allerdings als Arzt darf ich natürlich auch Medikamente verschreiben, das ist ganz klar. Aber es ist eine andere Geschichte als der Urologe. Es ist immer wieder so, dass da auch Kollegen nicht wissen, was wir machen. Es hat mich vor kurzem ein Kollege im Flugzeug gefragt, was machen Sie denn da eigentlich in der sexualmedizinischen Praxis? Ich habe ihm gesagt, reden überwiegend. Natürlich auch untersuchen, auch mal Medikamente schreiben, aber im Wesentlichen reden. Ich habe direkt gemerkt, wie ihm ein Stein vom Herzen gefallen ist. Ich habe so das Gefühl gehabt, er hat geglaubt, wir machen dort praktische Übungen. Ist nicht der Fall. Wir reden, die praktischen Übungen gibt es dann zu Hause. Wir haben meistens Paare. Wir brauchen sehr viel Zeit. Also das Tankstellenkonzept, man kann ja natürlich überall Medizin machen, das ist ganz klar. Wir brauchen sehr viel Zeit. Das ist auch etwas, was die Sexualmedizin auszeichnet, dass wir lange Termine geben. Wir haben in einer Stunde ein oder zwei Patienten, nämlich einen Mann oder eine Frau mit dessen Partnerin oder deren Partner. Es ist eine sehr zeitintensive Disziplin. Man muss sich wirklich, kostet auch viel Energie. Und ich glaube auch, dass es mit dem Grund ist, warum es kein so großes Angebot gibt. Mhm. Wir haben in Österreich jetzt eine Ausbildung zum Sexualmediziner. Und ich bin mal gespannt, wie die Kollegen das umsetzen. Ich bin mal sehr froh, dass es diese Ausbildung gibt, seit 1. September 2012 erst. Ich habe meine Ausbildung ja noch in Deutschland gemacht. Aber ich bin mal wirklich gespannt, wie das umgesetzt wird, denn es braucht sehr, sehr viel Zeit. Also ich mache das in Abendstunden. Es ist keine
Sprechstundenhilfe da, ich bin ganz alleine, ein Patient kommt, einer geht. Es ist eine sehr diskrete Sache. Ich habe Leute, die wollen nicht gesehen werden, wenn sie zu mir kommen. Wer ist denn da noch da, wenn ich zu ihnen komme? Wie beim Schönheitsarzt. Ein bisschen so vielleicht, weil das immer auch Sexualität, sexuelle Störungen sind sehr, sehr stark stigmatisiert. Sie fahren unter Umständen relativ weit. Nicht deswegen jetzt, weil ich das einzige Angebot bin, sondern weil sie hoffen, hier auf größere Diskretion, mit größerer Diskretion rechnen zu können. Es ist ein sehr heikles Thema, Sexualität. Und es ist ein ganz anderes Thema als zum Beispiel der Allgemeinmediziner, der ich ja auch bin, wo man halt wirklich schon durch das Korsett der Kassenpraxis sehr, sehr viele Patienten pro Stunde durchschleusen muss, weil man ja einen Behandlungsauftrag hat. Das geht also in der Sexualmedizin gar nicht. Wenige Patienten in viel Zeit, das ist das Problem. Okay, Herr Wolf, eine spannende Sache. Wir haben jetzt einmal drei attraktive Herren auf der Bühne gehabt, Mediziner. Nach einem kurzen Päuschen kommen drei sehr attraktive weibliche Ärztinnen, also Ärztinnen, wovon eine Autorin ist, eine Schönheitskönigin und eine, die Spaß dran hat, wenn sie richtig böse sein kann. Bis gleich. Heute in Bayern hat man keine Ruhe. Es gab eine Leiche. Jetzt schon? Ja. Und wo? Beim Großspediteur. Neuer Fall. Und, wer war ich? Klasse. Der geborene Tracker halt. Die Rosenheim-Korps, heute 20.15 Uhr, ORF 2. Herzlich willkommen zurück. Man glaubt es kaum, aber ich bin Arzt, ist mein Thema heute Nachmittag. Wir haben schon wunderbare Geschichten auf der Bühne gehört, Geschichten zum Leben eines Arztes. Wir haben einen Männerarzt, einen sozusagen Cannabisarzt, einen ehemaligen Tankstellenarzt und jetzt Notarzt im Irak. Also alles vertreten. Und ich würde jetzt gerne zu einem Kollegen hinschwenken. Also Dr. Christian Husek ist Arzt für Allgemeinmedizin, Flugmediziner und Pilot. Auch eine ungewöhnliche Kombination, möchte man meinen. Haben Sie sich nicht entscheiden können, Pilot oder Arzt? Ja, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Ich bin ganz froh mit dem Beruf Arzt, aber auch mit dem Beruf Pilot. Ich kann beides ganz gut kombinieren. Als fliegerärztlicher Sachverständiger und Berufspilot mit Prüferberechtigung. Ich kenne sozusagen beide Metiers, ich kann das sehr gut vereinbaren. Ja. Gut. Lieber Herr Doktor, Cannabisarzt. Cannabis ist jetzt so ein bisschen in aller Munde gewesen. Man denkt laut darüber nach, zumindest könnte man es, sollte man es legalisieren. Sie haben gehört, was der Herr Dr. Blas von sich gegeben hat, Herr Kurz. Was denken Sie darüber? Er hat das sehr verantwortungsvoll geschildert. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das in ärztlicher Hand bleibt. Wir sprechen davon, indiziert, kontrolliert, dosiert, das ist wichtig. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es, wenn Leute glauben, sich selbst behandeln zu können oder zu müssen, sehr oft Komplikationen. Es gibt labile Menschen, die dann mit Psychosen auf unkontrollierten Cannabis-Einsatz reagieren und das sollte man vermeiden, weil das sind sehr langdauernde, dramatische Erkrankungen. Ich habe selbst einige solche Fälle, ich mache auch Substitutionsmedizin. Ich habe auch jahrelange Erfahrung in diesem Bereich und das ist nicht schön, so etwas zu haben. Das ist jetzt gut, dass er sagt. Ich meine, Kurt hat es vorhin. Ich kann mich dem ganz anschließen. Ja, also. Aber der Mensch, also ich sage immer Dr. Google, man tut ein bisschen im Internet schauen und denkt sich, ha, ja, das beruhigt. Also viele denken dann vielleicht schnell irgendwie, nehmen das locker hin und das ist schon wichtig, dass man das schon weiß. Na, also, man kann sagen, so wie Paracelsus, die Dosis macht das Gift oder auch eben der richtige Einsatz und das ist kein Mittel zur Selbstbehandlung. Okay. Tankstellenarzt. Ich glaube, zwei kennt euch, gell? Zumindest habt ihr euch zugezwinkert, begrüßt. Wir kennen uns, ja. Aber nicht von der Tankstelle. Oh, doch, von der Tankstelle. Ich habe ihn besucht bei der Tankstelle. Ja. Die Idee der Tankstelle. Die Idee finde ich fantastisch. Ich glaube also, wir müssen also unser Denken ganz entscheidend erweitern. Ich war zufällig vor 2-3 Wochen bei einer Veranstaltung, die hat sich genannt, das neue Arbeiten. Und da hat einfach die Industrie gezeigt, was heute möglich ist, abseits des Mainstreams. Und ich glaube, wir haben genug ärztliches Potenzial, auch da einmal quer zu denken und so auszubrechen. Aber wir haben Fesseln von der Politik und der Sozialversicherung, die einfach heute nicht mehr angebracht sind. Genau. Gut. Danke. Ich möchte gerne einmal so richtig böse sein. Das ist so ein bisschen ein Leitsatz meines nächsten Gastes. Herzlich willkommen, Dr. Birgit Meier.
Ähnlich wie beim Herrn Dr. Husek, ist es bei dir auch so, ach, zwei Seelen wohnen doch in meiner Brust. Ärztin oder Schauspielerin? Beides. Beides, gell? Beides. Ja, und wenn die, wenn die böse Seele. Fee kommt und sagt, dann musst du dich entscheiden. Bis jetzt ist sie nicht gekommen. Ja, wird auch nicht kommen, gell? Und ich habe das ganz große Glück, seit ganz kurzem komplett frei zu sein. Total selbstständig. Deshalb kann ich auch jetzt hier sein. Geht wunderbar. Und bis jetzt ist das noch kein Thema gewesen. Und du kannst sowieso nicht an zwei Punkten zur gleichen Zeit sein, das ist ganz klar. Aber und frei heißt jetzt? Selbstständig. Okay, komplett selbstständig. Mhm. Heißt was? Verstehen das die Kollegen? Ja? Heißt ganz einfach, das ist leicht erklärt. Ja. Selbstständig sein heißt, von nichts kommt nichts. Und von viel kommt mehr. Also man muss halt tun in verschiedener Hinsicht. Mhm. Und, hast du deswegen so viel abgenommen? Ach mei, Barbara, ich habe 5 Kilo. Das war nicht viel. Na, flotter Stress und selbstständig arbeiten. Nein, heißt überhaupt nicht. Selbst überhaupt nicht, und ständig, ne? Nein. Ja, genau. Was solltest du sagen, Herr Professor? Dem Kollegen anschließend mit dem, er macht gern beide Dinge. Ich liebe beide Dinge. Es macht so viel Spaß und Sie alle kennen den Unterschied zwischen Eu und Distress. Das ist dieser Eustress. Das ist spaßig. Wenn ich jetzt hier bin, bin ich ja privat hier. Ne? Ja. Wir sind ja beide Berufe. Ja. Und schizophren bin ich Gott sei Dank. Wieso nicht? Was hast du zuerst gemacht? Schauspielerei oder Medizin studiert? Oder beides gleichzeitig? Exzellente Frage. Es war zuerst das Medizinstudium und fast zeitgleich bin ich in die Schauspielerei reingekommen. Also ich habe das immer so Schritt für Schritt gemacht. Oder hast du dein Medizinstudium mit der Schauspielerei finanziert? Das wäre sehr teilweise auch und mit anderen Berufen auch noch, ja. Und wenn du jetzt auf Medizin verzichten müsstest, weil ein Angebot aus Hollywood kommt? Naja, ich nehme an, das ist kein lebenslanges Angebot. Naja, Entschuldigung. Kennst du jemanden, der lebenslang dasselbe Angebot hat? Also ich würde gehen, ich würde sofort wiederkommen. Christoph Waltz, ja, der ist rüber und... Ja. Aber er ist ja nicht fix dort geblieben. Man sieht ihn ja immer wieder in Wien, ne? Aber jetzt ehrlich, kommt das große Angebot? Also ganz einfach, ich würde sofort... Ja, gehen. Ja, aber ich würde wiederkommen. Na, zumindest wüsstest du, wenn irgendwas passiert, könntest du zumindest sofort als Ärztin arbeiten. Was bist du für eine Allgemeinmedizinerin? Ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt Orthopädie. Ich mache sehr viel manuelle Medizin. Das heißt, Traumrolle wäre dann auch die Landärztin oder die Bergdoktorin? Nein, wäre keine Traumrolle. Keine Traumrolle. Nein. Das ist ja relativ langweilig, wenn du etwas spielst, was du auch bist. Aber du könntest zumindest es sehr, sehr realistisch darstellen. Ohne weiß ich nicht. Das ist eine extrem interessante Betrachtung. Denn ich habe einmal eine Psychologin gespielt. Und ich bin bei diesem Dreh wirklich fast ein bisschen... ich habe mir selbst auch zugeschaut. Und das ist gar nicht so angenehm, denn du erarbeitest dir ja deine Rolle, du überlegst dir die Figur, woher kommt sie, wohin geht sie, bla bla bla, diese 7 Fragen und so weiter. Du denkst dich rein und dann kommst du in eine Figur, wo du ja eigentlich ein Teil davon selber bist. Und dann, außerdem, das ist keine Herausforderung, das Böse. Das ist viel. Das Böse? Ja, weil du im Job als Ärztin immer lieb sein musst oder zumindest halt... Die Angst nehmen muss. Naja, also man, böse wirkenden Arzt also, hat man nicht gern. Du, das ist mir eh schon so hilflos. Du hast vollkommen recht. Ja. Zu uns kommen ja, jeder, der zu uns kommt, hat irgendwo, nicht Angst unbedingt, aber Defizit hat. Irgendetwas braucht er ja, sonst käme er nicht. Und da ist es schon eher von Vorteil, wenn man offen ist und das macht mir auch Riesenspaß. Und umso mehr Spaß wird es mir machen, wenn im anderen Teil einmal eine Geschichte dabei wäre, wo man hinterher sagt, das sage ich jetzt nicht, was man dann sagen wird. Aber ich frage mich gerade, ist nicht jeder Arzt ein bisschen Schauspieler? Ja, geil, schon. Auf jeden Fall. Man muss dem Patienten immer vorspielen, es geht mir gut, ich bin gut drauf, also ich bin total gesundheitsbewusst. Ja. Man muss immer was vorspielen. Ja. Man muss aber eine sehr überzeugende Rolle spielen, weil die Patienten sind sehr klug und fallen darauf nicht rein. Ja? Und ganz, ganz wichtig ist, wenn man diese Rolle spielt, man muss diese Rolle ungefähr
wir können es leider nicht in der allgemeinen Praxis 15, 20 Minuten spielen. Mhm. Dann wird diese Rolle ernst. Ja? Mhm. Dann geht der Patient aus sich heraus und spielt mit. Also 2007 wurde sie zur Miss Austria gekürt und seit einiger Zeit darf sie auch den Doktortitel ihr eigen nennen. Hier ist Dr. Christine Reiler. Hallo, liebe Christine. Hallo. Hat sich ja einiges getan, ja, in den letzten Jahren. Verlobt bist du auch? Ja, auch. Ja. Super. Du bist Miss Austria geworden 2007. Genau. Da hast du gerade zum Studieren begonnen oder warst du schon? Schön wär's. Nein, da habe ich schon länger studiert, aber ja? Ich habe dann 2 Jahre pausiert einfach, weil es sich nicht mehr ganz ausgegangen ist. Aber ja? Ich habe ja, früher angefangen, lass mal so stehen. Wie war denn dann das Studieren, nachdem du den Titel hattest? Bist du dann quasi einfach durchmarschiert oder eben gerade nicht? Also ich kenne eigentlich niemanden, der im Medizinstudium, der jetzt das richtig durchmarschiert, so durchmarschiert wäre locker. Ohne Lernen geht da nichts. Und das war bei mir auch nicht anders. Ich bin viel zu Hause gesessen, wo die anderen halt irgendwie im Kaffeehaus waren. Es war einfach eine Umstellung. Ich hatte vorher meinen ganzen Freundeskreis gehabt und mit denen habe ich mich so durchgearbeitet. Und wie ich dann halt eben die Pause gemacht habe und dann eben Miss Austria war, habe ich irgendwie mir neue Leute suchen müssen und habe halt natürlich irgendwie quasi von vorn wieder anfangen müssen. Aber es hat gut funktioniert. Aber musstest du dich bei Prüfungen mitunter ganz besonders beweisen? Weil man sich gedacht hat, naja, dieses berühmte Klischee, das man oft hat, schön, aber halt nicht gescheit. Das ist lustig, weil mich das immer alle fragen und ich habe da nie drüber nachgedacht, ganz ehrlich. Ich bin einfach hingegangen, habe das, was ich gelernt habe, in mühsamer Kleinarbeit irgendwie auf den Teller gelegt und mir gedacht, okay, schau mal, was rauskommt. Und meistens ist es gut gegangen, aber ich habe mich da nie damit beschäftigt, was denken jetzt Leute über mich oder ist das jetzt negativ oder dann, ich weiß nicht, vielleicht habe ich da einfach eine gewisse Selbstsicherheit auch, die das irgendwie... Du bist Turnusärztin jetzt. Mhm. Genau. Und ist das schon mal passiert, dass jemand, der vielleicht jetzt nicht so medienaffin ist, der vielleicht sich zwar gemerkt hat, du warst einmal Miss Austria und auf einmal stehst du da im Ärztekittel, sich denkt, du hast gerade einen Film gedreht? Oder steht dir gerade in welcher Film es dann sein müsste? Naja, so, keine Ahnung. Also. Du, mir ist schon alles passiert, schon, dass mir irgendwer gesagt hat, wir kennen uns doch von der Vorstandssitzung beim Billa, was ich dann verneinen musste, weil er war nicht. Ja. Über ja, irgendwie, sie kommen mir so bekannt vor, das ist sowieso... Von der Werbung vielleicht auch? Ja, ne? Auch, ne? Ja. Und sie sind doch die... Aber eigentlich ist immer alles sehr positiv. Also ich kann jetzt gar nicht... Ich habe eigentlich... Weil ich glaube, ich bin eigentlich auch ein fröhlicher und offener Mensch und ich freue mich auch. Sich, ja? Und, ja, und insofern passt das gut. Und welche Richtung möchtest du einschlagen? Vielleicht auch Cannabis-Ärztin? Na. Ich glaube, ich möchte gerne Haut machen, Dermatologie. Okay. Ja. Liegt auch ein bisschen nahe, denke ich mir, aber irgendwie, es interessiert mich am meisten und das ist so ein allumfassendes Fach, wo halt immer alle Leute sagen, war das so grausig und so, aber ich find's gut. Also auch so ein bisschen, ich möchte was sagen, ich habe in meiner Ordination immer junge Ärztinnen und Ärzte angestellt gehabt und da waren ab und zu auch sehr attraktive Frauen dabei, ja. Und mir ist das öfters passiert, also ich habe das so gesehen, hinten rausgeschaut aus der Tür, wie die Patientin mit der Ärztin gesprochen hat. Meine Patientinnen sind da gesessen, haben die angeschaut, die Ärztin gesagt, sie sind so wunderschön, ja, mehr brauche ich gar nicht, ich bin schon jetzt gesund. Ja. Ja. Ist Ihnen das auch schon einmal passiert? Na, aber nicht bewusst vielleicht. Noch nicht. Wie man den Weg um das ausschaut. Voilà, ich bin doch schön. Aber ich weiß, es kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, in welcher Abteilung man ist. Also ich war sehr lange auf der internen und da ist einem das, da war das meistens, waren es mehrere verschiedene Krankheiten. Also wenn der geheilt rausgegangen wäre, hätte ich gesagt, super, Gratulation, bitte gehen Sie, genießen Sie das Leben. Wie man sagt, Lachen ist die beste Medizin. Ne? Also das ist ja auch so ein Spruch, wo man sich denkt, Natürlich. Ob es das Äußere ist, also und auch das Stichwort Schauspielerärzte, freilich, das ist das um und auf. Ich behaupte, dass mindestens 50% von dem, was wir alle zusammenbringen, wir hoffen, wir haben alle was gelernt, davon gehe ich sehr aus, ist das, wie man auf die Leute zugeht. Mhm.
es hilft nichts, wenn ich mich so hinsetze. Oder wenn, wie du sagst, eben, wenn wir echt, ich meine, wir sind ja genauso scheiße drauf wie sie alle manchmal, das hilft aber nichts, wenn wir uns hinsetzen und dann ist alles so und dann, das kann man fast lassen, außer es ist ein Notfall, nicht? Wenn, dann, das ist was anderes. Aber eben, sei es jetzt das Lächeln oder der Humor. Und das Beste ist ja dann manchmal passiert, ich habe übrigens, erinnere ich mich, weil du gerade im Turnus bist, es gibt in der Ausbildung schon so Tage, wo du dir denkst, und dann, das war manchmal an der Klotür, Innenseite, bin ich gelehnt und habe gedacht, was habe ich heute zusammengebracht? Und war überglücklich, als ich zu folgendem Schluss gekommen bin, ich habe zwei Leute, die echt schwer krank sind, zum Lachen gebracht. Sure. Yeah. Und das dann eben, und auch was da so gefallen ist, Zeit und so, das ist so wichtig. Und da eben auch, Sie haben es gesagt, danke, wunderbar. Was es für Vorschriften gibt, die das kostbarste Gut von uns Ärzten nicht honorieren, die Zeit. Es wird nicht bezahlt. Ja, manchmal und deshalb müssen wir die meisten uns auf den Wahlarzt, Privatarztsektor begeben, weil auch ich könnte keinen einzigen Patienten, und ich bin überglücklich mit dem Erfolg, wie Leute besser gehen nach einem Bandscheibenvorfall, bla 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 und so weiter. Geht nicht ohne Zeit. In 10 Minuten hat er sich gerade ausgezogen und mir 3 Wörter seiner Geschichte erzählt und ich habe noch nicht einmal etwas gemacht. 30 Minuten und das habt ihr alle besprochen. Auch. Das gehört alles dazu, die Offenheit, das Lächeln, aber eben auch die Entspanntheit des Arztes, der halt auch weiß, ich habe jetzt meine 30 Minuten und das hilft, reicht oft nicht aus. Ja. Wie wird das aber weitergehen bei uns Ärzte in Wien? Ja? Wir werden immer älter, es gibt immer weniger. Ja? Die Jungen, die gehen gerne ins Ausland, weil da ist schön und gemütlich, chillig. Ja. Ja, außer im Irak, ja. Da ist nicht chillig. Da gehen jetzt auch nicht so viele hin im Moment. Auf jeden Fall, es kommen bei mir zumindest in der Ordination immer mehr Leute, immer mehr Leute, immer mehr Leute. Die haben natürlich ein Recht auf ihren Arzt, ja. Aber der hat immer weniger Zeit und immer weniger Zeit, ja. Das wird sich irgendwann einmal nicht mehr ausgehen, ja. Entweder kommen die Patienten nicht mehr hin, weil der gar keine Zeit mehr hat, oder der Arzt ordiniert nicht mehr, weil er gestorben ist. Das sieht auch am Land, die Landärzte, die gibt es, die werden immer älter. Das wird so sein wie bei den Priestern, wenn wahrscheinlich auf dem Ausland die Ärzte anzunehmen. Habt ihr, Kollegen, habt ihr ein Rezept dafür? Also, ich stehe an. Rezept nein, aber man könnte einen riesen Appell an die Sozialversicherungsträger richten. Sicher zuschauen. Alle. Und dann mal fragen, ob sie sich wirklich durchrechnen, was der ökonomische Unterschied ist zwischen den Kosten bei einem entsprechend, ich kann nur aus meinem Fach sprechen, weil alles andere ist vermessen, das kann ich nicht behaupten, aber aus meinem kann ich. Was 10 Behandlungen kosten, wenn ein Patient mit einem akuten Bandscheibenvorfall kommt, den man ziemlich gut wieder auf die Beine kriegt, ohne stationären Aufenthalt, und was eine Woche stationärer Aufenthalt kostet. Ja. Man möge sich das bitte einmal durchrechnen und dann bitte irgendeine schlüssige Erklärung finden, warum man Kassenärzten nicht Zeit bezahlt. Und da passiert nämlich das. Na klar, wir haben 2-3 Klassenmedizin. Müssen wir es einmal aussprechen, wie es ist. Das sind Fakten. Das stimmt. Ja. Dieter wollte was sagen. Vorher, glaube ich, hast du... Ja, wir haben nicht nur 2-Klassenmedizin, wir haben auch 8-Millionen-Klassenmedizin, weil Gesundheit ist was Individuelles. Jeder entscheidet selber, was er macht und wo er hingeht. Und im Wesentlichen hat in unserem Gesundheitssystem der Patient eben als Kunde nichts zum Reden. Deswegen schaut es so aus, wie es ausschaut. Ne? Ich möchte noch dazu was sagen. Ja. Es gibt wenig Zeit in den Praxen, ja. Die Schulmedizin ist in den letzten Jahren nicht so ganz top beliebt unter den Patienten. Und viele Patienten wissen jetzt nicht, was sie tun sollen. Ja, die brauchen aber Hilfe, die haben Schmerzen, die können nicht schlafen, die haben Depressionen. Und was machen sie? Sie kommen auf keine schlechte Idee. Sie verwenden wieder Volksmedizin. Ja? Und da sind wir jetzt beim Thema, warum ich hier sitze. Und sie verwenden Cannabis als Medikament. Oder Kräuter. Alles das. Das sehe ich noch nicht als Medikament an. Ja, vielleicht irgendwann einmal, wenn ich 100 bin. Aber sie verwenden natürliche Substanzen, die ihnen gut tun, die sie vertragen, die sie überall anpflanzen können, aus der Not heraus, weil es eben den Arzt nicht gibt, mit dem man lange darüber reden kann, über seine Krankheit. Naja, man kann eh nur... Also
hoffen, dass es besser wird. Jetzt war auch die Diskussion mit weniger Stunden arbeiten. Gerade als Turnusärztin wirst du wahrscheinlich auch drankommen oder bist drangekommen. Ich wollte dich vorhin noch was fragen. Und zwar, ich meine, du hast ja vom Model-Business Kolleginnen, die ja international Millionen verdienen. Ja, denk an eine Klum, eine Bündchen. Das hat dich aber nie interessiert, nur Model-Business zu machen. Das war ja eigentlich alles ein Versehen. Also das war ja nicht mein Lebenstraum, dass ich jetzt Miss Austria wäre. Zufällig. Es war irgendwie verlorene Wette. Und dann habe ich gesagt, ja klar, mach mit und habe gewonnen. Ja, war lustig, war super, aber es war jetzt, das ist für mich kein Beruf. Ja. Aber du hast schon viel daraus gemacht. Also immer wieder präsent gewesen in den Medien. Es hat sich gut ergeben und ich möchte es auch nicht missen. Na klar, man kann die Zeit jetzt nicht. Es war super, aber es war jetzt nicht, also ich habe immer gewusst, erstens einmal ist jetzt eine Bündchen ist jetzt ein anderes Kaliber als ich, muss man auch ehrlich sagen, weil die ist 1,90, glaube ich, und so. Und das ist mir also durchaus bewusst. Das war aber nie das, was ich auch wollte. Ich wollte einen soliden Beruf haben, einen, den man immer ausüben kann, der immer gebraucht wird. Einer, der nah am Menschen ist. Und das Model-Business ist super und lustig und alles. Und man verdient auch ein Geld, aber es ist halt nicht was Nachhaltiges. Das ist interessant. Du hast das in die eine Richtung gemacht, also eben in die Richtung der Ärztin, was du auch studiert hast. Und jetzt kommt die Frau Dr. Bernadette Skromann-Nemeth, die das wiederum in die andere Richtung umgedreht hat. Herzlich willkommen. Bernadette, du hast Medizin studiert. Ich nehme mal an, das wird dein Wunschtraum gewesen sein, sonst hättest du es nicht gemacht und durchgezogen. Und wie deine Sitznachbarin, die Christina, gesagt hat, man marschiert nicht durch, man muss viel lernen. Stimmt, ja. Dann hast du den Job gehabt, dann warst du im Spital und dann hast du irgendwie das Gefühl gehabt, das ist eigentlich sehr, sehr viel und nicht wirklich meins, oder? So abgekürzt jetzt. Nicht so ganz. Ich hatte nämlich schon immer zwei Wunschträume, beziehungsweise einen dritten eigentlich auch noch. Und ich bin in der glücklichen Lage, dass ich jetzt alle drei Berufe ausüben kann, wobei aber dann die klinische Medizin doch ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Und zwar war ich schon als Kind eine, die sehr gern geschrieben hat, Geschichten, kleine Büchlein, Gedichte und so. Und habe dann auch so Kurzgeschichten, Romane in Schulheften und so geschrieben und war da immer schon schriftstellerisch tätig. Und habe das aber lange Zeit nicht wirklich so ausleben können, wie ich wollte, weil das doch auch sehr viel Zeit beansprucht und das neben dem Studium nicht möglich war. Dann hat mich immer der Journalismus interessiert. Das habe ich dann kombiniert. Da habe ich dann während des Studiums begonnen, bei diversen medizinischen Zeitungen zu schreiben, weil das auch gerade das Fach ist und neben dem Turnus. Und ja, und dann habe ich den Turnus aber trotzdem fertig gemacht, weil ich mir gedacht habe, ein Brotberuf ist immer gut, auch wenn ich einmal meinen Bestseller lande, kann es nicht schaden, wenn ich die medizinische Ausbildung auch fertig habe und außerdem auch für mich, weil mich Medizin immer interessiert hat. Okay, und du hast irgendwann einmal einen kleinen Buben kennengelernt? Ja, das war im Turnus, da war ich auf der Kinderchirurgie im SMZ Ost hier in Wien als Turnusärztin. Und da war ein kleiner Patient namens Elmedin, der war damals 9 und der hat sich sehr gefürchtet vor einer Operation. Und ich war Turnusärztin, ich wusste, ich kann nicht viel für ihn tun, außer vielleicht Blut abnehmen oder was man halt als Turnusärztin so macht. Das ist nicht besonders viel. Genau. Und dann habe ich ihm gesagt, ich werde ein Buch für ihn schreiben, wo er als ganz cooler Spitalsgeist vorkommen wird und habe ihn gefragt, ob ich das darf und er hat gesagt, ja. Und dann ist mein Buch entstanden, Elmedin und der Zaubertukan. Süß! Und Dankeschön. Und das Lustige daran ist, dass du diesen Elmedin das Buch gerne schenken würdest wollen, aber du weißt nicht mehr, wie du zu ihm kommst. Genau. Ich habe nachgefragt im Krankenhaus, ob das möglich ist. Und ich habe jetzt noch keine Antwort bekommen vom Primarius. Also vielleicht wird das irgendwann einmal möglich sein. Oder vielleicht schaut jemand zu, der Elmedin kennt. Genau, weil ich meine, das ist ja nicht jetzt Hans, sondern Elmedin. Genau. So ein Name, der vielleicht nicht so typisch ist. Ne? Genau, ein Elmedin, der jetzt 12 oder 13 sein müsste, wenn ich richtig... In Wien war das? In Wien, ja. Okay. Ja, 2010. 2010 war er 9. Im Krankenhaus, genau. Und in welchem Krankenhaus? Darfst du das sagen? Ja, im SMZ Ost. Okay, hast du schon gesagt. Entschuldigung, hast du gesagt vorher. Ja, na, wer weiß, ja. Das heißt, du würdest ihm gerne das Buch schenken und
Und in dem Buch geht es auch darum, dass ein Bub Angst hat? Oder? Genau, es ist ein Mutmachbuch für kranke Kinder im Spital. Mhm. Aber eigentlich geht es um einen Vogel, um einen Tukan, der aus Costa Rica in unsere Breiten kommt, und zwar durch einen bösen Tierhändler, und dann im Zoo landet und vom Zoo flüchtet. Das könntest du sein, der böse Tierhändler. Ja, Birgit, zum Beispiel. Wenn es wenn das viel wird, dann jederzeit. Ja. Gibt es keine böse Tierhändler? Können wir noch ändern. Ja, das ist kein Problem. Liegt dem Drehbuchautor da. Das kann man noch machen, ja. Entschuldige, dass ich nicht an das Profil des Tierhändlers jemals gedacht habe. Als Leitwerderin noch dazu. Ja, ist ja auch noch. Gut. Und dann landet dieser Vogel in einem Kinderspital und wird Assistent des Spitalsgeistes Elmedin. Und der Elmedin, dessen Aufgabe ist es, kranken Kindern Mut zu machen. Und er schickt dann den Rico, den Vogel, auf alle möglichen Abteilungen, in den OP, auf die Intensivstation, zu den Kindern, um den Kindern wieder Mut zu machen. Christine, wenn ich dir so anschaue, Schönheitsmedizin interessiert dich nicht? Oder Dermatologin geht ja dann, ist ja oft dann die Basis für so. Ja, die Richtung schon auch, aber das fand ich eben auch so spannend an der Derma, dass es so vielseitig ist. Du kannst über, der Spiegel der Seele ist die Haut, ne? Dann irgendwie einfach die Allergien. Du hast, gut, die Sexualkrankheiten interessieren mich weniger, aber die wären auch dabei. Es ist einfach so breit gefächert. Also ein Teil der Ästhetik finde ich auch spannend. Genau, operativ kann man ein bisschen tätig sein. Das ist auch nett. Und du hast ein soziales Engagement in Afrika. Genau. Ja. Das sammelst du für, wofür ist das? Nein, genau? Das ist Afrika Mini Alama, das kennt man inzwischen, glaube ich, eh ganz gut. Das ist eine Freundin von mir, die Dr. Christine Wallner, und die hat da in Tansania eine Klinik aufgebaut. Also Klinik ist ein bisschen übertrieben, also der Versuch einer Klinik, aber es ist so eine Erstversorgung. Und daraus, also jetzt haben sich rundherum halt so andere Projekte entwickelt, wie Englischkurs, und das ist halt ein Waisenhaus und so. Und da war ich auch schon einige Male, und das unterstütze ich, und das ist eine super Sache. Okay, meine Lieben, wir haben lauter vertrauenswürdige, wunderbare Menschen kennengelernt. Vielen Dank, und wir bleiben dran an den Themen, die heute gefallen sind. Gell? Danke. Wenn Sie Fragen zur Sendung haben, wenn Sie etwas Konkretes wissen möchten, dann wissen Sie, wo Sie uns rund um die Uhr erreichen. 0900 91 00 98. Danke fürs Zuschauen. Servus. Haben Sie genug gespart? Seien Sie froh, denn Schulden sind aus dem Leben vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. Schulden und Kredite, Chance oder Falle. Reden Sie mit 0900 91 00 98. Diese Sendung